einfach nur so. Es hat ihn nicht weitergebracht. So, Leute. Kneikung. Oh. Wie du da so mit überschlagenen Beinen sitzt. Das ist mal mein Bein, ne? Nö, aber ist schon schön, schön kurze Hose hier. Schön das Red Bull in den Nacken. Ja, Leute, wir dachten uns, es ist mal wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ja. Ich glaube, halbes Jahr ist her. Ist immer so ein halbjähriges. Ja, ja, so alle einmal im Quartal, Digga, kreuzen wir die Säbel. Das ist doch geil. Und nicht nur im Game. Wir bekommen so den Progress mit, ne? Richtig. Alle halbe Jahre kommt auch, glaube ich, gefühlt so ein Update raus und dann sehen wir mal so, wo ist das Spiel jetzt? Irgendwann Richtig. Ist es so ein. Irgendwann ist raus. Ist ja. Oh, scheiße. Oh. Ist ja noch hier Early Access. Oh, jetzt hast du umgestellt irgendwie auf. Language? Die scheinen hier eine chinesische Studio zu haben. Eine Base, eine Community Base zu haben. Wir machen Englisch. So. Ist das neu? Ja, das ist neu. Nee, mach du mal. Pass mal auf. Ja. Online wollten wir immer ranked. Hat sich. Nee, immer noch nicht. Was ist das? Aber das ist auch neu, oder? Nee, das war schon letztes Mal. Da erklären die irgendwie, wie du es, glaube ich, lokal spielen kannst oder so, keine Ahnung. Aha. Story. Currently in production. First chapter. Ist das ein Trailer? And this father, old man, is walking through the yard, and his son, dressed up as a Turk, rides in through the gate. Old man just ran, scared, like he saw the devil himself. And his son is chasing him. He yells, "Stop! I am your son!" And old man just lost his wits. That's neu, he oder? Died soon after that. Das ist aber neu. That's how scared he was. Look. Jesus Mary. Look. It's him. Der hat doch immer auch diesen komischen Blick, wenn er einen getötet hat. Ich verstehe dich gerade kaum. Der Typ mit dem Hut hier hat ja immer diese weirden Augen, wenn er einen killt. Boah, Alter. Hat der jetzt geklaut? You're coming with us. Or we can shoot you right here. No difference to me. My brothers, you must have mistaken me for someone else. Wird mal wegdrücken. Cool. Ja, ich glaube, die denken sich halt dann vor den Kämpfen eine Story aus von wegen. Das habe ich mit Pia gemacht. Einfach vorher was ausgedacht, warum wir da jetzt kämpfen. So, es gibt jetzt Schaf, Holz. Hema? Das hat. Warte mal, geh mal unter mein letztes Video mit Pia. Da hat das jemand kommentiert, was Hema ist. Ja? Ja. Aber Synthetik ist, glaube ich, diese Labwaffenmäßig. Ja, ja, ich glaube, da war noch mit so Zacken dran und so. Shit. Ja, deine Scheißfresse. Hier, so. Da hier mit Pia. Da reden wir über Hema. Hier. Um das Hema zu beantworten. Es bedeutet Historical European Martial Arts. Das Sport. Dieser Sport hatte von 13. bis 17. Jahrhundert seine Hochzeit und man kann ihn mittlerweile wieder betreiben. Hä, aber ist das. Wahrscheinlich mit nicht tödlichen Waffen. Mit stumpfen Waffen dann, oder was? Hier. Ach, das ist so richtig mit Kloppen einfach nur. Das, was die auf Ritterfesten und so mal machen. Hema. Ja, aber es gibt ja auch. Das heißt aber anders. Vollkontakt heißt es, glaube ich, oder so. Ja, ich glaube, vielleicht ist der richtige Begriff. Vielleicht ist das so mit ja. Ich stehe einfach Vollkontakt. Ja, das ist halt auch mit fetten Rüstungen ja, und ja, so. Ja, lass mal. Ja, wollen wir uns richtig abstechen oder wollen wir mal Wooden Hema uns... Also, ich würde... Also, die drei sind für mich neu. Ja. Dementsprechend würde ich die gerne einmal abchecken. Ja, gut, machen wir mal. So. Ja. Also, wir hauen uns erstmal... Ja, genau. Wir hauen uns erstmal mit Stöcken auf den Arsch. Da ist jetzt die Frage, so, braucht gibt's man... neue Charaktere? Oh, lol. Genau, das ist das, was ich meinte, so... Warte. Das ist ja echt hier wie bei Tekken jetzt. Oder Street... Der ist neu. Der ist neu für mich. Alles gut? Ich glaube, du musst nochmal... Du hast doch eben schon. Ich glaube, du musst mal hier Fight. Und dann wird... Ah, lol. Ja, genau. Das habe ich übersprungen. Survival haben wir letztes Mal gespielt. Survival ist das, genau, mit 13. So. So, die ist in progress.
Das kann ich nicht. Diesen Progress, die haben wir vorhin noch nicht gehabt. Jetzt ist die Grafik übel shit. Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Als wir in der Lobby waren, sah das besser aus damals. Musst du zuerst auswählen? Der ist auch neu für mich. Der hier, ne? Ach so, stimmt, der ist neu. Der hat auch geile Moves. Die ist halt jetzt angeteased. Der hier und ich glaube er hier. Ah. Ja, aber der Rest, den kennen wir schon. Auch er natürlich. Aber den Mönch? Hier. Stimmt, da haben wir uns richtig aufgeschnitten. Ja. Ja, das war geil. Ja, dann pick mal einen. Ja, ich würde immer den neuen lassen, dann die Linie. Hä? Ach, du hast schon ausgewählt. Ah, aber ich habe auch einmal B gedrückt. Warte. Ja, das Menü ist hier immer ein bisschen... Ist WOP, so, ne? Ich nehme Alexander. So heißt mein Bruder übrigens. W-I-P. Alles gut? Ja, ja. Hast du ja einen Schlaganfall erstmal. So, und es gibt neue Maps. Es ist auch ultra hässlich, Mann. Also, ja, naja. Das muss man schon sagen, das Menü ist schon echt ugly. Aber dafür spielt man auch nicht das Spiel. Ja, es gibt die Turnhalle. Alter, Turnhalle! Das ist ja der Hammer! Hä, es gibt eine Turnhalle? Ja, es gibt eine Turnhalle. Ja, perfekt für so HEMA, ne? Ja, ja. Historical European Martial Arts. Wir haben jetzt einfach Stöcker. Jetzt ist die Frage, wie lange brauchen wir, um uns zu töten? Wir sind einfach in der Turnhalle mit Stöckern. Was? Ich hab dir über den Kinder angegeben. Junge, ey. Oh. Oi. Hä? Was mit deinem Auge? Ja, ich glaube, ich hab nur eins, oder? Warte mal. Ich finde auch diesen Turnhallen-Grundsound ganz geil. Ja, stimmt, man hört das Quietschen. Im Hintergrund spielen die Kinder Fußball. Ja, oder Handball. Junge, ist das dumm. Hä, aber man ist ja trotzdem One-Shot. Man hat einfach nur einen Stock in der Hand und es blutet nicht. Es wäre schon witziger, wenn man so langsam mehr anfängt zu bluten. Guck mal, Helikopter. Aui, hä? Ist ja voll kacke. Die halten ja weniger aus als bei scharfen Waffen. Du hast mir gegen die Hand gehauen. Vielleicht, warte mal, vielleicht ist das einfach nur bei Erstkontakt. Also wer dem Ersten das erste Mal hittet, weißt du? Guck, wie er guckt, ey. Imagine, du kriegst richtig heftig so einen Stock auf den Kopf, Alter. Ich bin über die Mütze weggeflogen, Digga. Nee, nee, nee. Nein, nein. Komm her, je. Yeah. Junge, ist das dumm, Alter. Stell dir vor, sind sie die Sportlehrer, die Kinder sitzen. Er schielt auch schon. So, Kinder, jetzt zeigen wir euch, wie ihr das gleich macht, ja. So. So. Hä? What? Ja, also ich glaube tatsächlich, der Spielmodus ist so, wenn du das erste Mal die Gegner berührst, dann ist die instant vorbei. Meinst du? Ich glaube, ja. Weil normalerweise in dem normalen Modus, da kannst du dich ja so ein bisschen anschützen. Ja. Ist das wohl? Richtig gegen die Kehlkopf, Alter. Ja. Junge, ich würde es gerne mal so in einer Deathcam oder so sehen. Junge, klack, klack. Junge. Oh. Ich aber auch. Ja, nice. Ich hab dir gegen die Hand gehauen. Ich steh 3-3. Können wir das Bild jetzt beenden? Vor allem auf dem Bild waren so geile Schwerter mit so einem Korb noch dran und jetzt haben die einfach nur so dumme Stöcke. Ruhe! Komm her hier. Du aber auch, hä? Von mir immer unentschieden. Es geht nicht voran. Ich steh doch noch. Ja, warte mal, warte mal. So ein stell dir vor, die prügeln sich die ganze Zeit mit den Stöckern ins Gesicht, hauen sich richtig mies in die Fresse. Oh, nochmal, nochmal. Okay, noch eine Runde. Ich hab den Kiefer gebrochen. Hey. Ja, die hauen ja auch richtig zu hier. Warte mal, warte mal, warte mal. Wollen wir mal kurz was ausprobieren? Mit L1 konnte ich jetzt den Kopf abschneiden immer. Was passiert jetzt? Warte mal, Nein, ich geb dir keinen Free Win. Aber Alexander wirkt sehr geschmeidig. Ja, Alexander, der danzt doch ein bisschen, wenn du stehen bleibst. Ja, so ein bisschen Capoeira-mäßig. Komm her hier.
Ist ja witzig, wenn da hinten so Leute Basketball spielen würden oder so. Hab ich dich. Scheiße! Ja, ne, nicht mal Trade hier. Nicht mal. So. Nicht mal Trade hier. Da liegt doch so random Rüstung rum. So. Ist so ein Stichding, ne? Oh. Erst zweimal auf die Finger und dann. Einfach richtig querschnittsgelähmt geschlagen. Wie sie auch so erstmal so 10 Sekunden benebelt sind wegen dem scheiß Stolz. So. Scheiße! Ja, ja. Hey, wie kannst du so even sein? Keine Ahnung. Du bist ein Scheiß. Wir hauen uns hier mit den Rohrstöckern komplett ins Krankenhaus, Alter. Oh, mein Arm. So, Matchball. Alter. So, ja, jetzt Hema. Ich weiß nicht, ob ich mit Stöckern ist witzig, ja. Es ist halt witzig, weil es so übel knallt einfach. Es scheppert halt richtig hart. Aber ich das ist geil, wenn sie noch bluten würden oder so. Ja. Hema. Ja, Hema schneidet man da sich, glaube ich, nicht auf, ne? Oh! Aha. Hä, hat die unterschiedliche Skins? Warum sind da Pfeile? Probier das mal aus. Kannst du nicht irgendwie? Aber ich wäre nicht gegen. You. Also. Ah. Hema? Ja, vielleicht gibt es da wirklich Unterschiede. Ja, ich bin mal bei Alex. Ja, dann nehme ich jetzt mal hier. Wie heißt er? Gideon? Gideon? Alter. Okay. Ja, schön der Weinkeller, ne? Naja, lieber noch was Neues. Der Weinkeller was ist was ich noch nicht kenne. Nein. Doch, wir hatten vorher mal die, das war die andere in dem Keller. Ah, Weinkeller. Der Weinkeller. Boah, Alter. Boah, richtig in die Leber. So. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, guck mal, wie ich ihn da auch abstiche. Ja, ja, komplett einmal durch, Alter. Holy shit. So, was ist jetzt der Unterschied zu scharf? Ich glaube, einfach mit scharfen Waffen, aber ohne, dass wir uns töten. Hab ich dich doch. Hä, hey, warum killst du mich denn noch? Ja, beide parallel. Ich sehe so, stell dir vor, so Olympische Spiele. Beide treffen sich einmal und alle rollen so auf den Boden. Hey, ruhig. Ja, es ist halt legit mit echten Waffen, aber. Ja, aber es ist doch genau das gleiche wie eben. Aber warum sollte man das auch so richtig. Warum sollte ich nicht den normalen Modus spielen, aber den? So als ja, Gamer. Ja, weiß nicht. Oh! Ja! Junge, ist das so. Einfach die dritte Runde, wo nichts passiert. Ja, vor allem. Ja! Ha! Punkt! Ja, fehlen noch 9. Ja, ist doch scheiße, oder? Also ich muss sagen, dass. Wir können jetzt nochmal die anderen Waffen da ausprobieren. Ja, synthetisch, Alter. Das ist halt wirklich scheiße. Ich glaube, das sind vielleicht Fantasy-Waffen, maybe? Das wäre geil. Dann ist schon wieder so. Scheiße, ich hab jetzt. Wie gehe ich denn zurück? Ich drück alles. Naja, jetzt. Ich hatte schon eingeloggt, leider. Prost. Danke. Ja, ich nehme ihn mal. Ich stand da gerade fresher. Habe ich jetzt nicht fresher als Zera. Aber ich fand den Keller jetzt nicht so krass anders wie den anderen. Naja, ist halt ein Weinkeller, ne? Hä, was ist so? Bist du besoffen? Ach, du bist ja Mönch. Ja, sieht man nicht, aber. Ja, komm her. Ha! Oh, hast du geblockt? Ja, und jetzt? Was? Ja, aber das sind jetzt Plastikschwerter. Synthetisch. Ja, aber ist doch genau dasselbe. Ob das jetzt Plastik ist oder Metall. Das ist halt ein anderer Sound und ein anderer Look. And aber warum. Warum ist das jetzt ein neuer Spiel? Also, ja, lass uns mir die Köpfe abschlagen. Ich war gerade. Also irgendwie. Also, das ist ja auch das Geile an dem Game. Wie komme ich da runter? Hör doch auf! Immer Player One! Immer Player One! So, Fight, Player, Sharp. Ja, so. Abfahrt. Ne? Ist das hohl. Aber das ist jetzt hier Super Smash Bros. Jetzt bin ich schon wieder eingeloggt. Ich, ja, ich kann warte mal, nicht. Warte mal, Kasten.
Es gibt die Grafik ist so schlecht. Ja, aber guck mal, ich kann wirklich Skins auswählen. Auf X, ne? Ja. So, müssen wir nochmal zurück. Ja, aber das ist ja auch Early Access bis jetzt, ja? Ja. So, ich nehme mal Isabella. Ich nehme ihn, aber er hat keine Custom Skins. Er hat Custom Skins? Ja. Oh, Eintracht Braunschweig hier. Alter! Schau mal hier. Oh, Alter. Feder am Kopf ist. Haben die Charaktere nicht auch immer so eine Backstory? Bestimmt, ja. Oh, juckt nicht. Nee. Hast ja gesehen, es gibt ja eine krasse Storyline. Ja, ja. Die haben Probleme in der Kneipe. Alter, ich sehe ja cool aus, Mensch. Komm her, du kleine Ratte, du. Ah. Das ist doch viel witziger. Ich weiß. Aui, mein Army. Oh, ich habe keine Ausdauer. Aua! Er kommt einfach ran und schlägt der Frau komplett in die Fresse. Warum? Das ist ein Kampf auf Leben und Tod. So, warte mal. Ja. Push. Da habe ich dir die Achsel aufgeteilt. Schön. Hä, hey, du hast alles abgeblockt, das war heftig. Ich weiß auch nicht, was genau ich gemacht habe. Nee. Oh. Doch. Nee. Doch. Nee. Nee? Nee. Scheiße. Hör auf! Hey, du blockst alles! Ich weiß nicht, was ich mache. Ah, man hat jetzt so ein leichtes, bläuliches... Ja, wegen Ausdauer, ne? Ja! Oh, aber du auch. Nein! Ah. Nein, nein! Doch. So, letzter Moment. Ah. Ich glaube, wenn sie das Schwert fallen lässt, dann ist vorbei. Einfach nur so. Es hat ihn nicht weitergebracht. So, warte mal. Warte, wie habe ich das gemacht? Das war der Hammer. Ich habe hier einfach nur so. Ich bin einfach nur zu ihr gekommen, die zu hauen und gehe dann auch wieder zurück. Und versuch, wie du auch wieder gehst. Einfach das scheiß Schwert im Bauch stecken oder so. Komm mal. Du kommst doch nicht durch bei mir, ne? Nein, ich kann schlagen, wo ich will. Komm her. Hä, das ist ja. Hä? Jetzt! Ja! Nee, nein! Nee, 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 nee. Hey, der hat die übelste Abwehr, ist einfach ein Tank. Oh. Oh, Alter. Puh. Hä? Okay, irgendwie... Ja! Oh, Alter. Ja, aber ich komm gar nicht durch. Nee, ist ja krass, ey. Also, ich drück halt die ganze Zeit einfach nur so XXXXX und er wählt einfach alles ab. Echt? Ist das irgendwie bei ihm Abwehr? Ich glaube nicht, aber... Boah, ja, oh, Alter, richtig in seine Fresse! Ja, jetzt kommst du durch. Oh Gott. Junge, die Fäuste in die Fresse haben mich gekillt. Die kommt doch mit einer unberechenbaren Geschwindigkeit, Alter. Also, er ist einfach... Mohammed Ali, nee, wie heißt der? Doch, ne? Ja, der heftige Boxer, Digga. In so einem Schwertkampf haut er einfach. Einfach Mike Tyson, wenn normal jetzt das Messer durch die. Ey! Da kam die Faust, wie hast du gesehen? Oh. Alter! Ja, keine Ahnung. Kann sein, dass der die irgendwie countert oder so? Meinst du, es gibt so hart. Ich habe ja keine Ahnung. Oh. Ja, ich auch nicht. Ich nehme mal einen Mönch. Ja, dann würde ich mal sie hier nehmen. Oh nein! An der Mühle. Da, wo sich das Spreu vom Weizen trennt, ne? Alter. Oh Mann.
Er verprügelt sie halt einfach. Jetzt kommt auch der Besoffene. Hey, you made that coin! Warte, ja, machen wir wieder so. Komm mal her, du alte Scheiße. Sag bloß, der ist auch am Schlagen. Ja, du hast mich halt rasiert gerade. Einmal so. So. So, ey, komm mal bei mich bei. Gut. Oh. Au! Naja, komm! Das hat dich gekillt? Ja, okay, es ging einmal durchs Gesicht, aber das war schon ziemlich underwhelming. Ja. Komm mal mit hier, komm mal bei mich bei. Okay. Hui. Einmal durchs Gesicht, Digga. Aber wir haben gar nicht mehr Hände abgetrennt, oder? Nee, bis jetzt. Hey, ey! Ja, naja. Ey. Alter, richtig in die Nieren, ey. Ja, er ist am Struggle, man sieht's auch. An seiner Körperhaltung. So, guck mal bei. Warum wehrt er denn nicht ab? Ich versuch's nochmal. No, sorry. Nein! Nein! Mein Uhr! Mein Uhr! Hey, wie lebst du noch? Mein Uhr! Aui, aui! Komm her! Wie lebst du noch? Ah! Ah! Oh, oh, ja, oh. Ja, die ist hinüber. Das war's. Aber er hat auch Probleme. Ja, aber ganz andere. Oh, Digga, er hat gerade so hochgehoben. Da habe ich meine... Hier, das Kreuz, ne, wie es fliegt. Sie ist halt so unangenehm, ne? Sie ist halt ein kleines Range-Monster, ne? Ha! Ha! Oh. Also dieses leichte Knacken. Yeah! Yeah, yeah. Man, man. Der Mönch ist halt mega nice. Kannst du mir nicht erzählen, dass sie den nicht besoffen programmiert haben? Aui, aui, ah! Ja, komm her hier! Ich lauf aus! Komm her hier! Nein, lass mich! Komm her hier! Du kleine Rettige! Warum blockt es? Warum wehrt er denn nicht ab, Alter? Einfach nur so. Eine Ein noch. Einer geht noch rein. Oh! Oh! Sickte! Tschüss! Alter, wie immer ja, er in der Blume liegt. Und das Kreuz auch so fliegt. Ja, ist doch schön. Ja, komm mal mit hier. Warum soll ich denn immer kommen? Ja, wie jetzt? Ja, soll ich angreifen? Pass mal auf. Ich in die Leisten, Alter. Ja, ich glaube, es gibt so, ne? Der ist ja mega langsam. Ja. Und ich bin halt... Ja. Ja, wollen wir so ein schönes Mirror-Match machen mit irgendwem? Ja, mit Alex. Ja, mit Alex? Schimmer, ja. Ja, du machst anderes Skin. Zack. Die Sounds auch. Also ja, irgendwie... Guck mal, das ist noch neu. Was ist das? Die Sägemühle hier unten. Oh ja. Oh. Schallert, ey. Ja, macht Spaß, das Game. Immer wieder. Also ist einfach ein nice Game. Ja, aber Multiplayer wäre noch geil. Ja. Jawohl. Weil wenn man jetzt noch gegen so Online-Gegner spielen könnte. Ja, ja. Und dann so mit Elo und MMR. Ja, wäre schon witzig. Ja, Papi. Oh, jetzt wird es für uns beide schwierig. Ja, ah. Ja. Ja. Alter, wie immer. Was geht mit ihm? Alex hat Bock. Hui! Hei, ja, hoppala! Ja. Hör auf! Säbelrasseln! Oh, wie box ich? Ich glaube. Oh! Ah! Oh, 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 oh! Hast du gemerkt jetzt? Ich glaube auf X, wenn du so ranspringst irgendwie. Boah! Das war ein sogenannter Doppelknacker. Junge, ins Heu. Oh, oh genau. Ja!
Oh, hier ist gut, ja. Helmis, wie machst du das? Oh je, ich bin so zwei nach links und dann X irgendwie. Also ich lenke immer nur nach links und. So! Beide wieder. Ja! Hey, du hast gewonnen! Ja. Okay, mit so einem riesen. Guck mal, dein Oberarm kommt. Kriegst nicht einen Punkt. Dein Oberarm ist Oberarm. Der ist Oberarm. Eieiei. Oh, ja, ja, ja. Mein Unterarm. Sie so am Bluten. Ja! Nee, Doppel. Hat Doppel geritzt. Ja, heute viele Doppel. Heute kleine Doppel, ja. Aber vor allem mit den Stöckern war ganz übel. Nein! Ich hatte dich schon. Ja, ich bin auch ganz schön angeschlagen, aber im Endeffekt... Oh, ja! Oh, mein Gott! Oh, Alter! Ah. Oh, Digga, Auch immer in die Fresse, ne? Ja, ja, klar. Also die, die Säbel haben, gehen immer ins Gesicht. Alter, geht aber ab hier. Du auch. Ja. Ja. Nein. Doch. Nein, ich stehe. Dein Schwert ist weggeflogen. Hm. Ist das die goldene Regel, ja? Ja, wenn das Schwert fliegt, bist du done. Eiskalt. Ja, irgendwie, ich glaube, das liegt am Outfit. Na, vielleicht nochmal Seitenwechsel, wäre auch gut. Oh, ja. Doch. Nein! Nein! Ich hab schon gar nicht mehr hingeguckt. Warum steht bei dir eine 2 und bei mir eine 1? Ich hab dich zweimal besiegt und mich einmal bis jetzt. Hm? Ach so, overall. Ja. Wo sollte der denn hingehen? Ui. Ja, easy. Ja, scheiße. Ja, komm. Die hole ich noch auf. Die hole ich noch auf. Pass mal auf, pass mal auf. Das Pferd im Hintergrund denkt sich, oh Junge, was ein Lappen. Das ist ein Pferd? Ja, ja. So. Was? Ja. Oh. So, was? Ja, pass mal auf jetzt. Der Mirror Mage ist. Was war das denn, Alter? Ja, gewonnen! Ja. So, jetzt ist alles entscheidende Match. Gut, 2-2. Wer wird das Millionär? Das alljährige Aufeinandertreffen. Mm. Mm. Was konnte er eigentlich? Er war kacke, oder? Er war auch nur am Steppen. Aber wobei, er hat so ein... Ich glaube, der kann alles so ein bisschen. Ja, aber wollen wir nochmal ein Mirror-Match machen, oder? Nee, Mirror-Match ist kind of kacke, finde ich. Mm, ja, ja. Sein Mönch. Vor ihr habe ich Angst, wenn die kommt. Jo, die ja richtig lang. Die gegen die dann. Jo. Aber er sieht auch ganz cool aus. Aber bei ihm kann ich mich jetzt gar nicht mit Kalkstein... Ich spiel mal sie jetzt hier. Okay, ich spiel mal Kalkstein. Wahrscheinlich scheiß, weil... Oh, sie weiß nicht. So. Ja, so ein schönes. Ja, am Galgen, Anfang. Oder? Am Galgen, ja. Ja, ja, das ist gut. Ja. Das ist gut. Jo, wie der gerade richtig durchsticht, ne? Das ist nicht schön. Immer wieder. Stell mal vor, es passiert dir. Ich hätte auch echt keinen Bock, in der Zeit zu leben. Nee. Ist auch weil da wird ja auch alles mit Gewalt geregelt. Was ist das denn? Oh, Junge, der hat ja viel. Haben wir wirklich viele Kombis, ne? Oh, okay. Du hast halt einen Schlag gemacht, während ich da angesprintet kam. Scheiße. Naja, ja, ich habe eine coole Mütze, oder? Das ist ein Skin. Oh. Ei, richtig aufgerissen alles, ne? Warum? Hä, aber... Na. Ja. Ja. Scheiße. Richtig in die Fresse. Ich stell dir vor, sie treffen sich so nach 3 Monaten auf ein 1 gegen 1 und einfach in den ersten. Erster hinten beide. Ah, ah, ich geh nach Hause. Ja! So richtig. Schneid sie weg. So richtig. Geh weg. Alter, er noch am Ende so. Geil. Geil. Ich mag seinen Spirit. Angetäuscht. Ah, ja. Ja, komm doch. Oh, Olli. Ja. Hä,
Ich hab das Gefühl, er drückt das Ding richtig rein. Ich will mal kurz gucken. Die Haut irgendwie bei B nicht so richtig, sondern... Ja doch, von rechts unten so. Oh, sie zittert so ein bisschen. Ja, weil du spammst. Das ist mal ein richtig schöner Schwinger. Oh, jetzt bist du aus der Puste. Junge. Ja, warte mal. So, ich lehne mich jetzt nach vorne. Ja. So. Ja! Du bist auch nur am Pieksen, ey. Die ganze ja, aber er macht so richtig genüsslich langsam irgendwie. Ja, er genießt das. Jetzt aber so einen Dönerspieß richtig abschneiden. Ja. Ja! Hä? Hab ich gewonnen? Ja. Hä? Als ob. Oh! Also noch nicht ganz, ne? Also sie ist auch richtig sauer. Ja, man merkt's aus. Gefällt ihr nicht. Gefällt ihr nicht. Sie kommt doch auch nicht so durch irgendwie. Hey, sag mal, er ist nur am Pieksen. Du bist nur am Pieksen. Hey. Ja, Leute. Ja, Fernsehgarten, ne? Ja, aber noch, es gibt noch nicht wirklich viel Neues so. Also es gibt halt ja, dafür, dass wir jetzt ein halbes Jahr nicht reingeschaut haben. Also es gibt halt diese richtig unnötigen Modi. Ja, so also es ist viel Kram, wo ich mir denke, ich persönlich brauche es nicht so. Aber ich weiß ja nicht, wie die Community drauf ist. Was ist ein History-Buff? Ich weiß nicht, wie die Community drauf ist in Bezug auf Hack and Slays, was man da so, Beat'em Up, was man da halt so will. Also, unendliche Serie von Spieler gegen KI-Duellen. Alles ist zufällig. Each time you win, you get a tiny history lesson. Ja, komm, guck nochmal rein, das interessiert mich jetzt. Ja, schön mit Schaf hier. Kriegt man einfach so einen Fun-Fact oder was? Einfach so. Ja, da ja, Friedrich. Zweiter Weltkrieg war 1945 vorbei. Okay. Alter, richtig im Schnee hier. Oh, du auch. Nee, okay. Ey, geil, easy. So, kriegst du jetzt eine History Lesson? Oder nee, ich muss Best of Three hier. Oder ja. Nee, Play Three. Ah. Ich hab den noch nie gespielt, glaube ich. Oh mein Gott. Was, gerade deine Ulti? Ah. Au. Scheiße. Digga, Bundi, au. Oh, der ist gut. Oh, okay. Das ist gerade irgend so ein Dev, der so sitzt da und die KI spielt. Hey. Ja! Ah. Ja, du lebst. Alter, er ist ja übel, der Tank. Ja. Der hat 3 Hits kassiert. Dai. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die History Lesson. Lass es. Oh, ey, der hält so viel aus. Hä, du hast schon wieder über. Hä? Ich bin ja unbesiegbar. So, History Lesson. Jetzt wäre es geil, wenn der zum Typ sitzt einfach. So. Carabella was a very popular saber in Polish-Lithuanian Commonwealth. Kara means black dark and Bella means trouble curse in Turkish. War da sein Gewicht? Also, Carabella war ein Säbel. Ja, sehr bekannter Säbel. 650 bis 900 Gramm, 96 Zentimeter, Point of Balance 14 bis 20 Zentimeter. Schätzig, niemand will das wissen. Weißt du, was ich bei dem Spiel für ein Gefühl bekomme? Dass sie so... Übelste History Nerds. Nee, erstens das vielleicht und dass sie so ein bisschen prokrastinieren, weil sie nicht so wirklich so mit dem Spiel hingehen soll. So, ja. Wir können ja so ein neues Menü machen, wo dann rechts und links hier stehen. Wie wäre es mit man so weiß ja auch nicht, wie viele Leute das jetzt sind und ne, alles nicht werten gemeint, aber es ist halt viel Kram, wo ich mir denke. Das braucht kein Schwein. Ja, nicht ich mein, so richtig. Warum sollte ich mit also, Holzstöckern? Lieber, also, was ich halt. Worauf ich mich persönlich immer am meisten freue, ist, wenn neue Charakter kommen. Ja. So, erstmal das. Neue Charakter, neue Maps gegebenenfalls. Neue Maps, auch cool. Und ansonsten, ich meine, das mit den Stöckern und so ist ganz nett. Das ist okay. Ja, aber was kann man noch machen? Irgendwie so, vielleicht Bestzeiten oder ich meine, es gibt Turniermodus. Ja, es gibt ja viele Beat'em-Ups, da kann man sich doch bestimmt gute Sachen abschauen auch. Naja, ist aber egal. Ja. Also Leute. Bis in einem halben Jahr dann wieder. Bis in einem halben Jahr oder alle 5 Monate habe ich gesehen, dann machen wir es. Schaut mal schätzig vorbei. Wir sehen uns. Tschüssi.